Hallo und herzlich willkommen zu Let's Preview Gnomoria. Ich hatte es ja schon angekündigt, man hat mir vorgeschlagen, ich könnte ja das Spiel mal ausprobieren und ich habe es tatsächlich schon in meinem Inventar gehabt. Und ja, warum eigentlich nicht? Und da ich ja momentan sowieso noch genug zu tun habe, mache ich jetzt erstmal ein Preview. Und ein richtiges Let's Play machen wir dann, wenn ich endlich mit, sagen wir, mindestens Prison Architect durch bin. Vielleicht pausiere ich auch eins der anderen Spiele. Ich möchte nur nicht zu viel auf einmal machen. Dann verheddert man sich wieder und vergisst in dem einen Spiel die wichtigen Sachen und in dem anderen Spiel wieder die anderen Sachen. Und ich stelle das Spiel jetzt auch erstmal auf Peaceful, weil einfach nur zum Reinschauen, sich an die Steuerung gewöhnen. Ich habe schon Let's Plays davon gesehen und ich weiß schon grob, was mich erwartet. Und da ich ein Dwarf Fortress Veteran bin, habe ich auch schon eine ziemlich genaue Ahnung davon, wie ich bauen werde und worauf ich achten werde, was ich nicht machen werde. Aber das greift jetzt alles vor. In jedem Fall, ich versuche das Ganze hier auf unter 30 Minuten zu halten, weil es ist halt nur ein Preview. Und dann schauen wir erstmal, wie das Spiel aussieht. Von der Framerate her scheint es beim Generieren auf jeden Fall keine Probleme zu machen, was die Grafikqualität angeht natürlich auch nicht. Also nur falls es euch interessiert, ihr kriegt das Spiel ja sowieso mit 30 Frames zu sehen. Also bei mir habe ich jetzt ungefähr 600 Frames. 500, 600 Frames. So, da bin ich gerade schon an die Maustaste gekommen. BASD scrollt, Wasservorkommen haben wir. Mit Komma und Punkt wird die Karte gedreht. Und ein Rauszoomen gibt es nicht, aber immerhin, ich habe die Karte schon auf. Ah, Sandsteinmauer, okay. Ich habe die Auflösung schon auf 1900 und so weiter, also auf HD gesetzt. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr hier irgendwas verpasst. Okay. Bergrücken. Relativ viel Wald. Hier haben wir, was sind das, Apfelbäume. Und die Musik hat ja mal wirklich NES-Charme, muss man ja dazu sagen. Wo bauen wir in den Berg? Ich bin dazu geneigt, direkt hier reinzugehen, und zwar direkt auf der Ebene, auf der wir auch angekommen sind. ...150% Wasser, das ist 50% über dem, was möglich wäre. Und ansonsten nur ein Dreckboden. Im Gegensatz zu Dwarf Fortress werden wir uns erstmal auf außerhalb gelegenen Ackerbau beschränken müssen. Da das Spiel aber generell friedlich gehalten ist, sollte uns das eigentlich keine Probleme bereiten. Und jetzt ist es natürlich erstmal daran herauszufinden, wie kommen wir überhaupt dahin, wo wir wollen. Ah, gut. Rechtsklicken funktioniert, das ist immer eine feine Sache. Und hier oben können wir uns die Gesamtpopulation ansehen. Im Gegensatz zu Dwarf Fortress fangen wir mit 9 Gnomen an und nicht mit 7 Zwergen. 2 Baumeister, 2 Farmer, 2 Bergleute,
einen Rancher und zwei Holzfäller. Na, mal sehen, ob wir die beschäftigt kriegen. Also ich habe eben keine Einstellung für die Sprache gefunden, was mich eigentlich wundert, weil so viel sprachliches Detail gibt es hier jetzt eigentlich nicht. So, das sollte die Holzfäller beschäftigen. Dann graben wir uns hier. Gut, ja. Wir graben uns hier. Also, dass man nicht direkt zieht, sondern klickt und dann erst zieht, daran muss ich mich auch erst gewöhnen. Als War Fortress Veteran. Setze natürlich wie gehabt auf. Ah, okay, jetzt sehe ich auch meinen Fehler. Die Blöcke, die mir angezeigt werden zum Graben, sind die. Also die Musik hat wirklich Charme, muss ich ja dazu sagen. So, dann Agrikultur. Oh, so, dann legen wir direkt einen kleinen Ranch an. Packen wir erstmal hier hin. Und zwar für unsere Yaks. Die werden gefüttert mit dem Stroh, das wir mit dabei haben. Haben wir noch irgendwem keine Arbeit zugewiesen? Eigentlich nicht. Oh, im Gegensatz zu Dwarf Fortress gibt es auch hier einen zumindest geringfügig vorhandenen Sound. Ich weiß, was wir noch machen könnten. Wir können zum einen... Getreidefarm ansetzen. Und zum anderen können wir den Leuten auch sagen, bitte geht mal ein wenig Obst sammeln. Denn die Apfelbäume hier dürften uns eigentlich zu Genüge reichen. Sobald sie müde sind, ausruhen können. Funktioniert im Endeffekt genau wie bei Dwarf Fortress. Erstmal ein generelles Lager an für alles, was wir irgendwo finden, mitgeschleppt haben, dabei haben. Diese 5x5 Felder sollten dafür eigentlich reichen. Dann reicht das auch. Nur zur Erklärung, ich lasse jetzt hier extra Bereiche frei. Na? Ruft er sich nicht? Nee, okay, war es nicht.
dann ist es doch Cancel. Gut. Ich möchte nachher diesen Gang auf die Reihe verlängern und den dann auch nach hier oben und zur Seite weiterführen. Nur macht es natürlich Sinn, das so zu machen, dass man da auch weiter drauf hinarbeiten kann, dass sich alles so weiterentwickelt. Klassisches Dwarf Fortress-Bauschema. Und worum es im Endeffekt hier geht, wir bauen hier direkt mal eine Treppe nach unten. Graben, Treppe, runter. Okay. Die ganze Steuerung ist ein klein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber es geht schon. So. Denn wir brauchen so schnell wie möglich mindestens eine Einheit Stein, um ein groben Workshop einrichten zu können. Also doch vom Musikstil her kann man sich damit definitiv anfreunden. Aha, das klang, als ob sie Stein gefunden hätten und das sieht auch danach aus. Also mit der Musik kann man sich anfreunden, würde ich sagen. So, gehen wir noch eine Etage tiefer? Ja, würde ich sagen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man Dwarf Fortress gewöhnt ist, allerdings nicht im negativen Sinne. Das ist alles zu sinnig und zu einfach. Dwarf Fortress macht ja alles furchtbar kompliziert. Das sieht aus, als ob wir... Genau, Sandstein. Ist jetzt vom Stil her nicht gerade das Gestein, was ich mir gewünscht hätte, aber... Okay. Mach mal lieber erstmal mit Rechtsklick. Bauen, Workshop, eine grobe Werkbank. Mhm. Irgendein Holzstamm und irgendein Rohrstein. Mhm. So. Ah, okay, das war nicht das, was ich hier... Wie drehe ich das Ding jetzt? Finden wir ganz schnell heraus. Thank you.
Okay, müssen wir erstmal so mit klarkommen. Bauen. Workshop. So. Und gleichzeitig sagen wir den Bergleuten, die sollen hier noch weitere Räume aus dem Boden stampfen, in denen wir dann mit der Arbeit weiter vorankommen. Unsere Farmer sind auch schon fleißig dabei. Wir sehen, hier haben auch schon einige netterweise. Oh, wer hat's gesehen? Ich habe natürlich vergessen, dass ich den Gang später noch erweitern wollte. Das wäre natürlich blöd geworden. Wobei, das ist ein Preview-Let's Play. Also hier tut sich im Endeffekt nicht viel. Wobei, mit meiner Dwarf Fortress-Erfahrung so. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier die Crude Workbench, die grobe Werkbank. Und wir können Planken, Stühle, Werkbanken und Meißel herstellen. Das ist natürlich für unseren Bedarf relativ wenig. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man Gegenstände... Ah, R. Wie Rotate. Mensch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Nee, eine Sägemühle bauen wir erstmal noch nicht. Weil dafür brauchen wir einen Stonecutter und was wir zuerst brauchen, ist ein Carpenter. Zumindest glaube ich mich daran zu erinnern. Was? Ach, das ist Ton. Okay. Ich habe immer das Bedürfnis reinzuzoomen, fragt mich nicht warum. So. Ja, mit R können wir ihn auch drehen. Also ganz in zwergischer Manier arbeite ich natürlich als allererstes darauf hin, dass wir die Steinverarbeitung erstmal ans Laufen kriegen. Also ein Steinschneider und ein Steinmetz. Der Steinschneider baut uns hübsche Blöcke aus Stein und der Steinmetz produziert dann nachher richtige Objekte aus Stein. Tja, und da passiert das, was bei Early Access Games normalerweise hin und wieder mal passiert. Das Spiel ist abgestürzt. Ja, ich würde mal sagen, wir waren jetzt bei rund 18 Minuten. Lassen wir es einfach mal so stehen. Das Spiel kann natürlich noch endlos lange weitergehen mit riesigen Steinwänden, die man aufbaut und Farmen, die man ans Laufen kriegt, Tierzucht und man kann ganze Wälder selber anlegen, um Apfel- und Orangenvorräte sich anzulegen. Was kann man noch? Man kann Pilze züchten, um daraus Tee zu machen. Man kann Handel treiben mit vorbeiziehenden Händlern. Man kann sich verteidigen gegen Goblin-Armeen oder gegen Kreaturen, die Nahrungsvorräte auffressen wollen. Man kann tief in die Erde graben und da bösartige Kreaturen finden. Man kann Eisen schmelzen und daraus Rüstungen herstellen. Man kann Golems bauen, habe ich gelesen. Also das ist wie Dwarf Fortress, nur ein bisschen in hübscher. Wie gesagt, wir belassen es jetzt erstmal mit diesem Let's Play dabei. Wenn euch dieses Preview gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts und zeigt mir, ihr möchtet gerne sehen, wie ich No Moria spiele. Oder No Moria. Kann man jetzt aussprechen, wie man möchte. Daumen runter ist auch eine klare Ansage, kann ich nicht missverstehen. Und alles, was ihr habt an Fragen,
Vorschlägen, Anregungen, können runter in die Kommentare. Da erreichen die mich am schnellsten, sage ich ja immer wieder gerne. Und ansonsten, wenn alles nichts hilft, wie ich immer sage, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play, in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.